möchtest du am Anfang erstmal das Spiel erklären? Gerne doch. Also, das Spiel, wir spielen die sogenannte Ja-Nein-Nicht-Challenge. Wir spielen heute die sogenannte Ja-Nein-Nicht-Challenge. Wir dürfen nicht die Wörter Ja, Nein und Nicht benutzen. So schwer kann es auch eigentlich gar nicht sein. Und heute mit dabei sind... Oh yeah! Und damit viel Spaß mit dem Video. Hast du das Basketball-Halbfinale geguckt? Ich hab's auf meinem Handy geguckt, es war richtig scuffed. Man hat einfach nur gesehen, wer gerade angreift. Warst du mit der Leistung unserer Mannschaft zufrieden? Absolut. Top-Spiel, Basketball, super. Sportart. Glaubst du, wir können die Weltmeisterschaft holen? Das denke ich. Was sagst du eher, Basketball oder Fußball? Auf jeden Fall Basketball, Fußball ist wack. Verlachen. Hast du vor, in nächster Zeit irgendwie Haare wieder kurz zu machen? Ich liebäugle länger mit dem Gedanken, einfach mal Schnipschnapp zu machen. Was für ein Versuch? Baskat? Das ist das Problem, ich habe gar keine Ahnung. Vertrau Baskat nur böse. Nee. Nee, zählt. Raus. Ich frage dich jetzt erstmal so ein paar Alltagsdinge. Willst du nachher mal ein Auto fahren? Unbedingt. Kommst du heute noch nach Hause? Was meinst du? Zug kommt, Debbie, funktioniert? Jo, jo. So gegen 8. Das ist aber schon knapp, oder? Gerade? Ziemlich. Schallt heute die Sonne. Die Sonne scheint. Das ist grasgrün. Das Gras ist grün. Wiederholst du jetzt alle meine Fragen? Ich wiederhole alle deine Fragen. Das finde ich aber nicht okay. Ich finde das super. Okay, dann kommen wir mal zu einem anderen Thema. Und zwar die Farbe der Blumen heute. Wie gefällt sie dir? Gut. Du hast verloren. Ich lass mich hin. Hallo Felix. Hallo Samuel. Viele wissen ja gar nicht, aber du bist Privatbäcker von dir selber und deinem eigenen Körper. Nicht nur von mir selbst, sondern auch von meiner Familie. Von deiner Familie. Ernährst du dann deine gesamte Familie mit dem Brot, das du backst? Meine gesamte Familie und noch Freunde. Und Freunde? Alle? So Eltern, Großeltern? Na. Bist du gut im Schach? Ich. Also ich hab 1800 Elo-Punkte. Damit bin ich so im Mittelfeld. Es gibt natürlich noch Luft nach oben. Viel. Sehr viel. Aber wenn so jemand an der Straße angelaufen kommt und sagt, ich bin besser als du, dann kann ich dem vermutlich sagen, nein. Salamander. Salamander. Hast du letztens irgendwelche Serien geguckt? One Piece. Gestern. Welches One Piece? Auf Netflix. Die Realverfilmung? Die Realverfilmung. Fandest du die gut? Mega. Besser als die Anime. Wirklich nicht. Hallo Kilian, ich habe gesehen, du hast ein neues Video hochgeladen. Das stimmt. Stimmt. Es ging um Lego. Richtig. Wie findest du so, dass die Entwicklung der Company Lego in den letzten Jahren? In den letzten 30 Jahren. Ich beobachte die Entwicklung mit einem sehr wachsamen Auge und muss sagen, dass ich sie als sehr schwierig befinde. In deinem Video hast du ja die Geschichte von Lego erwähnt, von Abgründung gefühlt, ab dem Abschluss. Könntest du vielleicht nochmal erläutern, wie das alles so zusammenhängt mit 3 Minuten Einleitung, Geschichte von Lego und dann fokussierst du dich sehr spezifisch auf ein einziges Set? Im Grunde genommen haben Lizenzen damals Lego den Arsch gerettet, weil dann es plötzlich einen Grund gab, dass Leute wieder Lego gekauft haben, also Lizenzen wie Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones. Und dann nimmt Lego sich diese Lizenzen und macht damit irgendeinen Quatsch, die irgendwie kaum noch was mit den Szenen zu tun haben. Das sollte ein Beispiel dazu sein. Das unterstützt du? Das unterstütze ich. Gegen was, meinen Willen. Sag mal ja. Warum sollte ich das tun? Ich dachte, dann kommt ein Nein. Und warum hast du dich so auf dieses Set fokussiert?
ausgerechnet. Es gibt doch zig Beispiele. Ich habe auf Instagram einfach gesehen. Ach, du besitzt es nicht, mal? Nein. Würdest du sagen, Vollkornbrot ist besseres Brot als weißes Brot? Falls man Baustaub essen möchte, definitiv. Aber ich habe am liebsten keinen Baustaub in meinem Brot. Warum nicht? Das ist so ein korniges Gefühl im Mund. Kochen, das magst du nicht. So sandig. Das magst du nicht. Also ich präferiere schon so einen teigigen Teig. Ein teigigen Teig? Was ist ein nicht teigiger Teig? Hast du mal so Sandküchlein gegessen im Kindergarten? Oder so, du nimmst so Sand, tust das in deine Form, tust das drauf und deine Mutter sagt, das schmeckt nicht und dann weißt du... Nein, nicht! Warum muss ich immer direkt noch zweimal weg? So, hallo Felix. Hallo Johnny. Na, wie geht es dir? Mir geht's prima, hervorragend. Ich habe geschlafen. Ich bin neben netten Leuten aufgewacht. Wann bist du gestern ins Bett gegangen? Boah, das wird so gegen 3 gewesen sein. Das ist ganz schön spät, oder? Das ist tatsächlich in der Tat ganz schön spät. Wir haben ein bisschen One Piece geguckt, ein bisschen getrunken. Ist das so deine normale Uhrzeit, zu der du ins Bett gehst? Gerade bin ich im Praktikum, das heißt 10 Uhr ins Bett und dann bis 10:30. Was machst du da so im Praktikum? Kinder bespaßen. Gibt's auch Sachen, die du nicht so geil findest? Generell oder im Praktikum? Im Praktikum. Achso, zum Beispiel mit denen aufs Klo gehen. Da muss man zum Beispiel die Windel wechseln oder so. Das ist nicht so die Aufgabe, die ich am liebsten mache. Ich glaube, du hast gerade nicht gesagt. Nein. Mann, das kann doch nicht sein! Wer ist dein Bildcharakter aus Star Wars? Schwierig. Ich würde sagen... Han Solo. Findest du, Rey hat einen Platz in der Star Wars Hall of Fame verdient? Nein. Dass unsere Videos ein bisschen von unserem Partnerschaft und so weiter inspiriert sind. Belogen. So, willkommen zum Auto des Videos. Ich dachte, wir hätten schon das Auto gemacht. Das packen wir einfach so hin. Das ist der Nachtrag. Schaut euch das beschissene das super Lego-Video von Kilian an, was jetzt rausgekommen ist. Obwohl dieses Video wahrscheinlich erst in 3 Wochen da sein wird. Aber da oben oder da. Auf den i könnt ihr auf das Video klicken. Oder genau hier. Dort könnt ihr abonnieren. Und dort ist irgendein Random-Video. Da ist eine Motte.